liebe deine Stimme. Es beruhigt mich so sehr. Ich möchte... Mein Vater ist verstorben, Dicker. Genau 2 Tage vor meinem Geburtstag. Gott sei Dank. Erstens bin ich kein Mädchen. Zweitens, mein Name fängt nicht mit L an. Okay, warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Schau mal, mein Bruder. Davia. Dasselbe Klamotten haben fast. Ja. Da wir beide hübschen, Maschallah. Schau mal, ich habe eine Kappe dabei. Nimm's auch eine. Verstehst du? Damit wir einfach fast gleich aussehen. Ich weiß nicht, ob das mir steht. Doch. Steh mir das, schreib in die Kommentare. Ja, es steht. Es steht hier. Moment. Ja. Mach dich bereit, mach das lieber weg. Mach das lieber. Mach ich aber, mach dich bereit, irgendwie Hallo sagen. Bruder, nein! Nein, das mach ich auf gar keinen Fall. Nein! Auf gar keinen Fall. Mach! Zeig es in die Kamera. Hallo Leute, wie geht's? Willkommen zu unserem Video. In diesem Video, inshallah, wir reagieren auf wem? Auf? Auf Massimo. Auf den hübschen Jörg. Auf? Verstanden. Auf diesem Video reagieren wir auf? Auf diesem Video. In diesem Video reagieren wir auf? Wir reagieren auf eine der hübschesten. Eine der talentiertesten. Das Mädchen liebhaber und Mädchen haben ihn lieb. Alle lieben ihn. Warte, ich bin nass. Massimo Junior! Wir wissen überhaupt nicht, wie wir mit Mädchen klarkommen müssen. Deswegen schauen wir uns heute seine Videos an, um ein bisschen Tipps zu bekommen. Dann hoffentlich kriegen wir Mädchen. Vielleicht findet da lieber eine Freundin. Der gibt euch den Cringe des Jahres. Versteht ihr, was ich meine? Des Millenniums. Was ist Millennium? 100 Jahre. Ah. Ja, wir fangen damit an. Oder willst du erst mit Kommentaren anfangen, mein Bruder, indem er sagt, ey, wenn die Babygirl furzt, dann mache ich 40 noch mehr. Ah, hier. Hier haben wir ein Video von ihm, und zwar, was ist, wenn sie beim Duschen zu dir kommt? Duschen zu mir kommt. Wenn ich am Duschen wäre und sehen würde, wie sie zu mir kommt. Na, dann würde ich ihren Arm packen, sie zu mir ziehen. Und dann wird erstmal heiß geduscht, ne? Was ist, wenn sie beim Duschen zu mir kommt? Wenn ich am Duschen wäre und sehen würde, wie sie zu mir kommt. Na, dann würde ich ihren Arm packen, sie zu mir ziehen. Und dann wird erstmal heiß geduscht, ne? Was ist, wenn sie beim Duschen zu mir kommt? Wenn ich am Duschen wäre und sehen würde, wie sie zu mir kommt. Na, dann würde ich ihren Arm packen. Scheiße, es manipuliert dich irgendwie, verstehst du es? Oh, was ist deine Meinung, mein Bruder? Massimo. Aber ehrliche Meinung, bitte. ehrliche Meinung, ich will deine ehrliche Meinung. Bro, ich hab keine Ahnung, was er sich dabei vorstellt, wenn er sowas sagt. Ist das erste so? Also Spaß, immerhin, nee, das war immerhin logisch, weißt du? Obwohl er es übertrieben gesagt, ich ziehe sie zu mir, damit heiß geduscht. Was ist, wenn sie vor dir geduscht hat? Dann nochmal duschen, ist doch gar kein Problem. Zeig mal die Videos deinem Vater. Videos deinem Vater? Ganz ehrlich, ne? Wie ehrenlos seid ihr? Es geht ganz allein nur um mich. Warum zieht ihr meine Familie mit rein? Mein Vater ist verstorben, Dicker. Genau 2 Tage vor meinem Geburtstag. Wenn ich sowas lese, macht mich das nur traurig, ehrlich. Ich kann sowas nicht lesen, Mann. Zeig mal die Videos deinem Vater. Ganz ehrlich, ne? War er ernst oder hat er wieder Scheiß gelabert? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich ihn ernst nehmen kann oder nicht. Ich weiß es auch nicht. Bruder, gib mal bitte meine Kappe. Warum? Ich hab bitte gesagt, ich fühle mich nicht so gut. Wallah, ich fühle mich nicht gut. Komm, gib mir mal. Fühlst du dich ungeschützt? So, Bitch. Psych. Bruh. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Video. Bin fast eingeschlafen, so schön und... Beruhigend ist deine Stimme. Deine Stimme. Eingeschlafen, so schön und beruhigend ist deine Stimme. Wenn du willst, schreib mir auf Instagram. Wir FaceTime nachts. Du liegst im Bett, ich liege im Bett. Ich laber dich so lange voll, bis du dann einschläfst. Also, wer möchte? Bin fast eingeschlafen, so schön und beruhigend ist. Ey, komm, ich schreibe ihn auf Instagram. Komm, schreib ihn auf Instagram. Komm, machen wir jetzt. Holla. Warum hast du mich als Hintergrundbild mit einem weiblichen Filter? Mein Bruder, schau mal. Bei uns sagt man,
Die schönen Sachen muss man... Ich sag nichts. Was? Bei euch sagt man das nicht. Ich sag das aber immer. Die schönen Sachen muss man immer vor Augen haben. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen. Aber du bist schön hier. Du bist der Ben. Für wie viel Euro? 100 Euro pro Stunde. Pro Stunde. Ist deine Muschel aus Gold? Ja, Bruder. Aus Gold? Und dann stehen wir vor uns. Scheiße. Ja, das ist der. Das ist der. Das war... Spanien, hä? Was soll Spanien damit? Okay, dann gehen wir hier hin. Und Nachrichten. Was ist damit? Hey, Baby. Also schreib einfach, hey, mein Massimo, oder? Sag, hey, mein Massimo. Ich bin dein Laura. Ich liebe deine Stimme. Ich liebe deine Stimme. Es beruhigt mich so sehr. Genau. Ich möchte mich. Ja, hallo? Guten dir? Ja, Dieb ist gerade bei mir. Aber er ist auf die Toilette gegangen gerade. Ja, wir drehen gerade ein Video. Ja, dir auch. Mach's gut. Ciao. Leis Bruder, du hast schon gesehen. Ich habe mich angelogen. Er hat angelogen. Was meint ihr? Ob du ins Fitness gehen willst. Ach ja, natürlich will ich. Warte mal. Jetzt. Moin Bruder, wie geht's dir? Ich bin gerade gekommen, ich war auf die Toilette. Ich habe mich angelogen. Er hat angelogen. Schau mal, mein Bruder. Ich gehe auf die Fitness. Ins Fitness. Ins Fitness, ja. Zum Fitness. Wallah, ich gehe in die Fitness einfach. 18.20 Uhr machen wir, okay? 18.20 Uhr bin ich im Fitness, dann sehen wir uns inshallah, okay? Ich liebe deine Stimme. Es beruhigt mich so sehr. Ich möchte, wenn es möglich wäre. Deine Stimme von? Wenn es möglich wäre. In real life, ja, in real life. Ich will deine Stimme hören. Stimme. Meine Stimme. Stimme. Stimme hören. Und an dich denken. Okay. Das würde beim Kacken helfen. Oh, lass. Was hast du geschrieben? Hey, mein Massimo. Hier brauche ich einen coolen Effekt, weil sonst die Leute werden denken, dass ich behindert bin. Okay, einen coolen Effekt. Ja. Hey, mein Massimo. Ich liebe deine Stimme. Es beruhigt mich so sehr. Ich möchte, wenn es möglich wäre, jeden Tag deine Stimme. Und das beim Kacken. Wie sagt man das auf Deutsch? Man sagt R. Ich stell dir vor, es gibt eine Sprache nur mit R. Kannst du alles sagen, was du jetzt verstehst. In Türkei gibt es so. Die machen so. Ich hab ein Geschenk für dich. Oh, Junge. Ah, Mädchenname mit L. Gott sei Dank, erstens bin ich kein Mädchen, zweitens, mein Name fängt nicht mit L an. Okay, warte kurz. Mädchenname mit L. Körper ist einfach Bombe. Verteilen immer Körbe. Zu lustig, wenn man mit dir ist. Nerven 24-7, trotzdem mag sie jeder. Sind todesfresh. Mädchenname mit L. Körper ist einfach Bombe. Verteilen immer Körbe. Wallah, mit Körper hat er recht. Shady B.O. Okay, was ist, wenn das Bett zu eng ist für euch beide? Dann gehen wir ins Schlafzimmer von den Eltern. Ist bestimmt viel größer. Ich heb sie dann hoch und trag sie darüber. Was ist, wenn das Bett zu eng ist für euch? Also, geh ins Schlafzimmer von Eltern. Mama, Papa. Könnt ihr bitte rausgehen, die wollen ficken. Stell dir vor, ihr macht das auch im Bett, so weißt du? So, alles ist schön, alles ist romantisch. Beide sind angetan und dann kommt der auch an und so. My name is Jeff.